Ja, hallo, liebe Blaulicht- und Technik, Osttechnik-Begeisterte. Heute mal wieder ein Filmchen. Also nicht, dass er jetzt denkt, wir beschäftigen uns jetzt nur noch mit FF63. Nee, das Ding hat ohne kleine Vorgeschichte. Wir waren Schrott wegbringen. Ganz normale Sache. Ja, nachdem wir alles abgewickelt hatten, kommen wir da wieder raus. Und was steht dort? Ein FF63S. Ja, wir hatten ja in dem einen Film, wo es über Feldfernsprecher ging, bereits den Unterschied zwischen dem FF63S und dem FF63M soweit erstmal im Groben erklärt. Ja, wie gesagt, so viel Glück hat man nicht immer. Und das Schöne war, wir durften den so ja kostenlos dort mitnehmen. Ja, gut. Er sieht jetzt schon so ein bisschen demontiert aus und da wollen wir eigentlich auch mal hin. Wir mussten den vom Prinzip her erstmal auseinandernehmen, weil man sieht es hier sehr desolat. Also das Ding muss schon länger draußen rumgestanden haben. Das Eigenartige ist drin. Ist halt pülpsetrocken. Ja, ist also keine Feuchtigkeit drin gekommen. Das heißt also, dass die Dichtungssumi, auch wenn sie ein bisschen desolat aussehen, doch noch relativ gut erhalten sind. Ja, haben wir uns gedacht, machen wir einen kleinen Film dazu. Wie demontiere ich denn so ein Teil hier? Ja, ihr seht, wir haben es schon gemacht. Haben hier eine wunderschöne Kiste, ja, mit den abgebauten Teilen. Ja, hier hinter ist ja die oder der sogenannte Wecker oder Klingel auch genannt. Ja, diese Abdeckung ist relativ einfach zu entfernen. Man sollte nur aufpassen, wenn man das entfernt. Das sind vier Schräubchen, ja, relativ lange Schrauben, dass man das hier vom Prinzip her diese Abdeckung nicht vernuddelt irgendwie. Ja, also da sollte man schon aufpassen. Die ist übrigens dreiteilig, also das Paar steht außen geflecht, dann nochmal wie so eine Art Schutz dazwischen und dann das innen geflecht. Bezeichnen wir jetzt einfach mal so. Gut, erstes Hauptproblem, was immer ist, wie kriege ich diese blöde Kurbel ab? Ne? So, wir haben die schon auseinandergebaut. Ja, wir hatten ja, wenn wir jetzt diese Kurbel praktisch hier drin haben, ja, im Feldfernsprecher, haben wir ja gelernt, drehen im Uhrzeigersinn. Ja, so, wenn man jetzt diese Kurbel praktisch entfernen will, dann dreht man einfach entgegen dem Uhrzeigersinn, so lange, bis man diese Kurbel in der Hand hat. Ja, so, dann ist da noch diese Gummiabdeckung drin. Ja, soll ja Spritzwasser geschützt sein und alles. Die muss man ebenfalls rausziehen. Ja, dort steht sie ja irgendwo. Hier oben im Deckel steht es auch nochmal, vor Entfernen des Einsatzes Kurbel und Dichtung abnehmen. Ja, haben wir gemacht. So, gut. Dann, wie gesagt, das Ding abgeschraubt, das ist die kleinste Hürde hier. Um diesen Einsatz hier praktisch herauszubekommen, muss man hier
nur die rot gekennzeichneten Schrauben praktisch lösen. Was übrigens auch sehr interessant ist, also die Abdeckung, die sieht noch fast aus wie neu. Ja. Und das Ding hat ein Batterieteil. Ja, hatten wir ja gehabt. Entweder mit einem Akku, ja, oder mit einem Batterieteil. Geeignet für 5 Batterien. Damalige Bezeichnung R6 nach TGL 7487. Ja, sehr ganz wichtig. TGL. Nee, totale Gesichtslähmung. So, nachdem wir das jetzt alles soweit erstmal auseinandergenommen haben, vielleicht noch etwas hier zur Kurbel. Die Kurbel praktisch ist ja federnd gelagert. Wir haben hier diesen Griff dazu, ja, der praktisch so da drauf kommt. Ja, und dann oben mit einer Schraube, ich sage mal jetzt, ja, was wird das sein? Ja, lass es M3 sein. Ja, wir haben es jetzt nicht nachgemessen. Befestigt ist beim lose Schrauben ganz leicht den Griff festhalten. Also er kann eigentlich nicht wegspringen, weil da ist eine relativ lange Schraube drin. Ja, aber man soll immer vorsichtig sein. Wie gesagt, leicht festhalten, Schraube entfernen, dann abziehen. Dann kann man die Feder abziehen und kann dann hier, das sieht man ja schon ein bisschen, ja, korrodiert, oxidiert, wie man dazu sagen will, angerostet, ja, kann man das dann wieder schick machen. Ja, so, jetzt nehmen wir mal den Einsatz raus. Hier, ja, beim ersten Mal ist das noch relativ schwer, ja, weil, wie gesagt, die Dinger sind ja über 30 Jahre alt, ja, mindestens, und bleibt natürlich nicht aus, dass die Dichtung so dran sind, dass man da eventuell ein bisschen rütteln muss, ja, also jetzt an diesem Teil hier. Was man nicht machen sollte, irgendwie mit einem Schraubendreher oder mit irgendwas Flachen oder Spitzen hier vom Prinzip her rein und dann versuchen, das Ding rauszuhebeln, macht man sich die Dichtung kaputt. Und wie gesagt, es geht auch so raus. Gut, jetzt haben wir das Schmuckstück hier vor uns. Ja, sieht nicht schlecht aus. Wie gesagt, das ist der S zum Vorgänger, also zu dem mit dem Buchstaben Martha, der Feldfernsprecher. Hier sind Silizium-Transistoren verbaut. Ja, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. So, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, das ist hier die Induktionseinheit. Ja, und das ist die Einheit hier vom Prinzip her, ich sag's jetzt einfach, die Weckervorrichtung. Ja, mit den 3 Buchsen dazu. Hatten wir ja im letzten Video schon erklärt. Und praktisch der Mikrofonverstärker. Achso, eben wichtig haben wir noch vergessen zu sagen. Haben wir jetzt erstmal nicht dran gedacht. Also, wenn da die Teil hier drin ist, hier so eingesetzt, zacki, haben wir ja hier vorne praktisch diesen Verschluss. Ja, wo ist er? Da ist er. Hier. Der muss ebenfalls, so rum kommt er. So. Der muss ebenfalls demontiert werden. Ja, dort sind auch die Schrauben mit rot gekennzeichnet, auch relativ lange der Teile. Ja, also wie gesagt, alles, das was rot ist, muss vom Prinzip her irgendwie gelöst werden. Hier haben wir die Schraube dazu. Ja, zacki, die kommt da oben drin. Ja, wie gesagt, da die auch rot gekennzeichnet sind, müssen die also auch demontiert werden. Ja, was haben wir noch gemacht? Hier, weil hier drunter war so ein bisschen Keim. Also wir haben noch nicht sauber gemacht. Wir haben jetzt bloß erstmal so ganz kurz hier praktisch diesen Prüfknopf. Ja, weil der muss auch ein bisschen schick gemacht werden hier. Ist das Gummi schon ein bisschen porös? Müssen wir mal kicken, wie wir das am besten machen. Vielleicht in Weichspüler legen. Ja, müssen wir kicken. Ja, wie wir das machen. Gut, weitere Demontage, was wir gemacht haben. Das Kabel hier, das ist natürlich mit dabei. Ja, gut. Und sieht auch noch gut aus. Ja, wie gesagt, das haben wir dann auch noch demontiert. Und zwar hier diesen, ja, Verschluss, weil der sieht so aus, da müssen wir uns einen Kopf machen.
Ja, ich meine, das Entrosten, das ist nicht das Problem, aber das ist ja irgendwie so, wie eloxiert ist das. Und das ist natürlich weg. Ja, kommt schon blanke Metalle drunter vor. Müssen wir uns einen Kopf machen. Es gibt eine Methode, ja, wie man das vom Prinzip her wieder schick hinbekommt. Gut, ja, was ist noch? Naja, dann eben so weit hier. Ja, müssen wir uns auch irgendwie einen Kopf machen, wie wir das schön hinkriegen. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, dass das hier bloß verschraubt ist oder irgendwas. Da müssen wir in, sag ich mal, in Ruhe kicken. Ja, ansonsten bleibt nicht weiter wie ein bisschen, ja, Elsterglanz. Das ist so eine Reinigungspolitur, eigentlich für Chrom. Ja, und eine olle Zahnbürste, um die Dinger wieder halbwegs vernünftig hinzubekommen. Ja, ansonsten schöne Sache. Wir zeigen euch dann, ja, wenn wir das Ding wieder zusammengebaut haben. Man braucht übrigens auch nicht allzu viel Werkzeug. Das ist alles. Also stinknormaler Schlitzschraubenzieher, ja, den man dazu braucht. Hier ist noch der Hörer. Ja, auch wunderschöne Sache. Ja, machen wir auch noch ein bisschen sauber. Ja, den ollen Gurt, was natürlich sehr schön ist. Also das muss unbenutzt sein, das Batterieteil. Da ist noch nicht mal was oxidiert oder ausgebrochen hier an den Kontakten, gerade am Minuskontakt. Ja, sieht aus wie neu, wie aus dem Laden. Ja, das war es erstmal. Wie gesagt, wir machen dann weiter, wenn wir das Ding wieder montieren. Also nachdem wir es gereinigt haben. Tja, wir haben natürlich auch diese, hatten wir ja im letzten Video schon vorgestellt hier, diese Anleitung 040-1-502 der Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik, jo, mit der Literaturnummer 111 aus 71. Und zwar geht es darum, um Feldfernsprecher 6363M und Feldvermittlungsanlage OB6210 und deren Instandsetzung. So, und nun sagte ich ja, wir haben hier ein FF63S. Mhm. Es macht keinen Unterschied, ob ich mir jetzt das vom 6363M ankicke. Bis auf geringe Ausnahmen, wie gesagt, hier die Siliziumtransistoren im Mikrofonverstärker und. Also vorher waren Germaniumtransistoren drin. Dann hat man im Rahmen der Weiterentwicklung Siliziumtransistoren eingesetzt. Der 63, der hat hier noch so eine Gleichrichterbrücke, ja, die man dann beim 63M ersetzt hat, praktisch durch Dioden, Germaniumdioden. Ja, hier sind dann Siliziumdioden drin. Also den Schaltplan braucht man dann nicht zu vergleichen. Da müsste man sich dann einen von dem 63F besorgen. So. Jetzt haben wir das Ding so richtig schön entkernt und erstmal ganz grob gesäubert. Ja, mit ein bisschen Fett. Ja, Fett, Spülwaschmittel, also hier Abwaschmittel. Ja, haben wir festgestellt, ist auch nicht mehr so das, was das mal war zu Ostzeiten. Naja, gut, wie dem auch sei, das Ding hat schon ein bisschen Glanz gekriegt. Ja, wir haben schon so ganz leicht die einige Sachen auch wieder hingekriegt. Den Deckel, ja. Macht sich gut, wenn man den abschraubt. Allerdings haben wir ein Problem. Wir wollten noch hinten das Scharnier machen. Aber da sind zwei Schrauben. Ja, die sind so zerguckt, selbst mit Kloppen. Deswegen liegt der Hammer hier. Ja, kriegt man das nicht. Zumal auch hier ist in das Bakelit praktisch eine Winde reingeschnitten. Ja, und wenn man da wahrscheinlich zu doll kloppt oder sonst irgendwas, also wir haben auch versucht, hier mit ne Zwinge das Scharnier weiter ans Gehäuse zu drücken, nützt alles nichts. Ja, kriegt man leider so nicht lose. Aber wie wir sehen, drinne total entkernt. Ja, selbst hier solche Teile, die kriegt man auch relativ gut ab. Ja, muss man sich immer merken, wieder drankommt. Übrigens, das ist von unten verschraubt, ja, mit zwei stinknormale Linsenkopfschrauben oder Senkkopfschrauben, wie man dazu sagen will. Obwohl, ist ein gewaltiger Unterschied zwischen Linsenkopf und Senkkopfschraube.
Wir einigen uns mal auf Senkkopfschraube. Ja, wie gesagt, wird hier einfach dann fest oder befestigt mittels zweier Schrauben. Ja, Deckel haben wir auch soweit. Ja, hier überlegen wir noch, was machen wir mit dem Schaumgummi? Obwohl, das sieht noch relativ gut aus. Wir versuchen da einfach mal mit Teppich rein hier ranzugehen. Ja, ob wir das noch ein bisschen hinkriegen. Aber ich glaube, dann werden die Stempel verblassen. Also lassen wir das lieber. Ja, und es muss ja nun nicht 100 pro Nigelnagel neu, werksmäßig neu sein. Ja, wie gesagt, das reicht vollkommen für unsere Ausstellung, wenn das Ding wieder staubfrei, sauber ist und, was ganz wichtig ist, dann funktioniert. So, wie man unschwer erkennen kann, haben wir schon wieder einiert, komplett gemacht. Ja, das, was uns überhaupt nicht gut gelungen ist, das ist hier der Verschluss. Müssen wir ganz ehrlich sagen, also sieht ein bisschen schäbig aus, ne? Naja, müssen wir mal kicken. Ja, und andere Stellen hier, Gebrauchsspuren und so weiter und so fort. Man darf ja nicht vergessen, das Ding ist über, ja, ich sag's, 30, 40. Also der hier, der ist, glaube ich, Baujahr 74, genau, Baujahr 74, steht unten drin. Ja, war weiß, was der schon alt hinter sich hat. Welche Telefonate, Gespräche der mitgehört hat, wenn der reden könnte. Ja, was natürlich ein bisschen hakelig ist, ist das wieder Einbauen von diesem Schloss. Wir haben hier diese Schließnase, ja, die dann vom Prinzip her in das Gegenstück einrastet. Da ein kleiner Trick oder Tipp. So halb schräg das ganze Ding stellen. Zeig ich das mal so. Ja, so auf halb stellen. Dann die vier Schrauben einfach reinstecken. Ja, die halten, weil dahinter ist eine Gummidichtung. So, dann nicht vergessen, dieses Blech, ja, mit dem Steg, das kommt als erstes, wird einfach drauf geschoben. So, dann praktisch diesen Mitnehmer oder Schließhebel, wie man dazu sagen will, oder Verschlusshebel, praktisch zwischen diese fest vernieteten Platten schieben. Und zwar so, dass der, kann man nur schlecht sehen, dass der Vierkant hier dann in dieser Stellung genau auf diesen Verschlusshebel aufpasst. Ja, das ist deswegen wichtig, weil wenn man das dann rumdreht, ja, muss vom Prinzip her der Deckel richtig an das Unterteil rangezogen werden. Ja, das ist also wichtig. Ja, nur schade, dass wir das mit dem Scharnier nicht hingekriegt haben. Ja, ist leider nicht zu ändern. Aber wie gesagt, wir haben auch von hinten, ja, uns ein bisschen Mühe gegeben. Da wird nochmal drüber poliert hier und dann sieht ja wieder schick aus. Das ist jetzt hier, ja, wir machen jetzt keine Werbung hier, ne? Unser Elsterglanz, ich habe schon zu DDR-Zeiten, ist aber nicht mehr ganz so gut, wie das früher war. Ja, bei der Anwendung muss man ein bisschen aufpassen, dass man praktisch das Eloxierte nicht mit komplett runternimmt. Ja. Jo, was haben wir noch? Drinnen haben wir wieder eingesetzt hier die Batterieplatte. Ja, diese zwei Kontakte hier, wichtig, dass die hier unten auf diesen, fangen wir ein bisschen ran hier, da ist praktisch wie so eine Nase. Ja. Und da müssen die beide dann links und rechts ran. Und zwar möglichst so weit, dass, wenn das Gegenstück, zeige ich mal, das sind hier diese beiden Kontakte, ja, diese beiden Kontakte, die drücken vom Prinzip her diese Federn dann nach unten. Automatisch hebt sich dann einseitig die Batterieklappe. Ja, so, was machen wir als nächstes? Wenn wir die Abdeckung für die Klingel oder für den Wecker wieder einbauen. Komplettiert haben wir schon den Halter hier für den Verschlussmechanismus. Ja, wie gesagt, Halter hier drin. Halter sage ich schon, der Halter ist ja da. Die Abdeckung hier
praktisch für den Wecker. So, das wird natürlich wieder eine schöne Sache. Ja, die Schräubchen haben wir soweit erstmal sauber gemacht und dann geht's weiter. So, die Abdeckung für den Wecker oder Klingel, je nachdem, wie man dazu sagen will. Eigentlich ist die richtige oder wäre die richtige Bezeichnung Wecker. Ja, wenn man diese Abdeckung montiert, ganz wichtig, hier hinten nicht vergessen, diese zusätzliche Abdeckung. Ja, was das große Problem ist, wenn man das montiert, dass sich dieses Gitter hier, dieses Schutzgitter, ja, jedes Mal verschiebt. Ja, das ist auch nicht ganz rund geschnitten, sondern das ist mehr so, naja, freie Schnauze. Waren wir aber nicht, das war schon so. Ja, da ist das Beste, vorsichtig ran. Ja, dann diesen Rahmen, was hier so dunkel gehalten ist oder schwarz, ran drücken, die vier Schrauben durch. Ja, ist natürlich ein bisschen, man kann sich da behelfen, indem man einen kleinen Tropfen Klebstoff nimmt, ja, und die dann vom Prinzip her fixiert und anschließend dann hier mit diesem Blech hinten verschraubt. Tja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber wir sind nicht die Vollprofis hier, wir sind überhaupt keine Profis, wir machen das als Hobby und aus Begeisterung, ja, so was auseinanderzunehmen, zu kicken, ist das soweit in Ordnung, ja, jedenfalls reparieren, hier mussten wir Gott sei Dank nichts reparieren, hier ist noch ein bisschen Schmaler drauf, das müssen wir noch abmachen, ja, wir haben es ganz gut hingekriegt, wie man sieht, die Verschlusseinheit ist auch schon montiert und funktioniert auch so, wie sie funktionieren muss. Man sieht also, der Deckel zieht sich praktisch an das Unterteil heran. Ja, öffnen ebenfalls, zack, und das ganze Ding ist offen. Vielleicht noch ein Tipp, so zum Reinigen. Ja, ausgediente Zahnbürste natürlich nicht wiederverwendbar, außer für die Schmerzfreien natürlich. Die können dann damit nochmal die Zähne putzen, ja, oder Toilettenbecken. Wie gesagt, so eine Bürste gar nicht so verkehrt, kommt man schön in die Ecken rein. Dann Elsterglanz, ja, ist eigentlich für Chrompflege gedacht, aber man kann damit zum Beispiel kleine Schrauben sauber machen oder sonst jetzt anderes, wenn man keine anderen Mittel hat. Wo wir absolut abraten, ist, dass man sowas hier zum Reinigen nimmt. Ja, das ist, ja, das ist wirklich für Bremsen, Scheibenbremsen, Bremsbeläge, Bremssättel, Bremsbacken und so weiter und so fort. Soll angeblich nicht korrosiv sein. Ja, wir haben da, ja, ups, also das ist jetzt hier keine Werbung, die halte ich mal so zu. Nee, raten wir ab, wer unbedingt Sachen entfetten muss oder sonst den anderen, dem raten wir hier zu Isopropanol, ja, 71%. Das Zeug kann man auch mit Wasser verdünnen. Ja, man muss das also hier nicht volle Pulle aufmachen. Immer dran denken, nicht rauchen bei der Arbeit, ja, ist Flammengefahr. So, ja, das sage ich natürlich als Raucher. Und was auch ideal ist, so ein Kunststoff-Tiefenpfleger in matt. Ja, einfach aufsprühen, mit einem Läppchen schön verteilen, eintrocknen lassen. Dann kriegt man eigentlich auch ein stumpfes Gehäuse oder sonst jedes andere wieder hin. So, und weiter jetzt. Ja, wir haben eine kleine Drehpause immer, weil alles braucht man nicht zu zeigen. Ja, was wichtig ist, bevor wir praktisch diesen Einsatz hier wieder einbauen, ist unbedingt notwendig, dass man vorher hier den gereinigten, die gereinigte Prüftaste wieder am Taster verschraubt. Sonst kommt man nämlich nicht ran, weil das Gegenstück ist nämlich beweglich. Und wenn sich das bewegt, ja, dann kriegt man von so die Schrauben nicht rein. Sollte man also vorher machen. Was auch wichtig ist, den Lautsprecher, beziehungsweise Lautsprecher, Quatsch, hier die Abdeckung für den Wecker bzw. die Klingel muss auch demontiert werden, bevor wir diesen Einsatz
hier einsetzen. Der Rest ist Pille-Palle. Ja, wichtig ist, wenn ich den drin setze, dass hier dann die Batterieplatte nach oben kommt und federnd gelagert ist. Also so. Ja, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ja, muss also federnd gelagert sein. So, dann können wir das gute Ding, müssen wir noch ein paar Batterien mal rein. Ja, obwohl nicht unbedingt notwendig ist, sagte ich ja schon mal. Ja, das Ding haben wir auch schon in der Zwischenzeit wieder gängig gekriegt. War ja das, was ich mal in dem anderen Video sagte, hat einer versucht wieder aufzudrehen bis zum bösen Abwinken. Ja, naja, war eben nicht so gut, aber Gott sei Dank, wir haben es wieder hingekriegt. Ja, und das ohne größere Schaden und ohne größere Schäden. Ja, da sind wir ja berühmt für. Das war ab und zu mal auf was falsch und kaputt machen. So, das kann alles schon drin. Ja, den Gurt haben wir soweit hier reinigt. Ja, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Hier, ja. Und das, was jetzt richtig böse verrostet war, an der Seite hier, ja, das haben wir erstmal provisorisch abgeschliffen. Wir haben jetzt aber ihn gefunden. Ja, im tiefen, tiefen Westen, sage ich immer, der uns das eventuell eloxieren könnte oder neu eloxieren. Begeistert war natürlich nicht, dass wir die Teile vom Gurt nicht abkriegen. Ja, weil das ist hier, ist das ist versteppt. Ja, und entweder man macht das auf, macht das neu. Ja, aber wer macht das? Ich glaube, mit einer normalen Haushaltsnähmaschine kriegt man das so ja nicht hin. Da braucht man dann schon ein bisschen was Spezielles. Ja, aber er kickt sich die Bilder nochmal an. Und das Dumme ist, ja, ein halbes Jahr sollen wir, oder im halben Jahr sollen wir uns nochmal melden, weil er hat so volle Aufträge. Na gut, wie dem auch sei. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Höhepunkt, nämlich dem Einbau von der Kurbel. Dazu muss hier in das Loch wieder das Gummi, was man vorher etwas mit Vaseline einfetten soll, ja, eingeführt werden. Und zwar, wir haben da praktisch wie so einen Hals, ja, oder Hals mit Nut. So, und das Ding muss dort drin. Plups, hat geklappt. Wunderschön. So, drinne. Jetzt kommt die Kurbel. Die Kurbel noch nicht ganz vollständig. Ja, da fehlt noch der Griff. Den müssen wir noch ein bisschen überarbeiten. Aber wir können ja erstmal schon gucken, ob das gute Ding überhaupt funktioniert. So, Kurbel aufsetzen. Ja, und im Uhrzeigersinn drehen. Bis irgendwann das nicht mehr geht. So, ja, bisschen kann er noch. Man merkt es, er rastet und man hört drinnen den Induktor vom Prinzip her arbeiten. Ja, jetzt wollen wir mal kicken, ob das auch funktioniert. Und es klingelt, wenn zwar auch leise, aber es klingelt. Somit haben wir erstmal so nichts verkehrt gemacht. Ja, dann werden wir jetzt noch den Griff von der Kurbel ein bisschen schön machen. Dann als letztes hier die abgeplatzten roten, ja, ich sag mal, Markierungen, Verblombungen, wie man dazu sagen will. Ja, noch ein bisschen nachbearbeiten. Dazu nehmen wir dann rote Farbe aus dem Bastlerbedarf. Die ist schnell trocknend, hat den gleichen Effekt, wenn man wieder das öffnet, dass das dann abplatzt. Ja, und da geht es dann weiter. Oh, wenn wir das jetzt gefilmt hätten, hätten wir uns ein Eigentor geschossen. Also, diese blöde Kurbel. Ich habe es ja schon erklärt. In dieser Kurbel ist eine Feder drin, die vom Prinzip her bewirkt, dass man dann diesen Griff herausziehen kann und hochklappen. Ja? So, wir haben jetzt dreimal versucht und unser Fehler war folgender gewesen. In der einen Seite befindet sich eine Vertiefung mit einer Bohrung drin und in dieser Seite keine Vertiefung, sondern nur eigentlich ja, die normale Bohrung oder das Innenleben von dieser Kurbel. Wir haben das natürlich falsch rum drauf gehabt und haben uns gewundert, warum wir hier keinen
Zugkontakt hinbekommen. Hm. Ja, nach vielem Experimentieren ist es uns endlich gelungen, an dem uns eingefallen ist, dass diese Rasterung hier nach vorne zeigen muss. Ja, kann man sich mal merken. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben soweit alles fertig. Unser FF63, wie gesagt, gibt die Klingelzeichen von sich. Gute Zeichen, dass soweit alles in Ordnung ist und ganz schicki. Gut, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn es nicht gefallen hat, hinterlasst trotzdem darum. Ja, würden wir uns wieder drüber freuen. Und wenn irgendwelche Fragen, Hinweise, Zusätze und so weiter sind, bitte alles unten in die Kommentare. Ja, natürlich im gepflegten, vernünftigen Ton. Ja, wir sind schließlich alt erwachsene Menschen, also der überwiegende Teil. Und dann wird das schon. Gut, in diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Hier von unserem FF63 Siegfried, also S. Ja, und ich hoffe, dass man sich mal wieder sieht. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Polizeilader.